Und wir blicken noch einmal in die USA, was das Ergebnis der Vorwahlen in New Hampshire aus sicherheitspolitischer Sicht bedeutet. Darüber spreche ich jetzt im Phoenix-Tagesgespräch mit Wolfgang Ischinger. Er war viele Jahre Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und war zuvor Botschafter der Bundesrepublik, unter anderem auch in Washington. Guten Morgen, Herr Ischinger. Guten Morgen. Trump hat jetzt auch die zweite Vorwahl gewonnen. Wie viele Sorgen machen Sie sich aus sicherheitspolitischer Sicht über einen möglichen Kandidaten der Republikaner Trump? Also ich glaube, wir sollten nicht in Panik verfallen. Sorgen, ja, wie Sie gerade sagen, Sorgen sind angebracht. Aber es ist kein Grund, in Panik oder in Schockstarre zu verfallen. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass es ausgerechnet Donald Trump war, der als erster amerikanischer Präsident Waffen, also tödliche Waffensysteme, an die Ukraine geliefert hat. Das war weder Obama noch Joe Biden, sondern das passierte unter Donald Trump. Also ich glaube, man kann mit Donald Trump arbeiten, aber wir müssen uns natürlich darauf vorbereiten, dass er wesentlich mehr Beiträge von uns Europäern weiterhin verlangen wird. Er wird möglicherweise mit erpresserischen Methoden diesem Nachdruck verleihen. Und wir müssen auch damit rechnen, damit gehe ich ein bisschen über die Sicherheitspolitik hinaus, dass er erneut im Bereich des Handels protektionistische Maßnahmen zugunsten der amerikanischen Wirtschaft ergreifen wird. Das wird in Europa schmerzhafte Reaktionen hervorrufen, wenn das so kommt. Sie haben die Ukraine gerade schon angesprochen. Das befürchten ja viele Menschen oder auch Politiker, dass er die Ukraine Unterstützung kürzen könnte. Das heißt, diese Gefahr sehen Sie aber als nicht so groß an? Ich sehe die Gefahr schon, aber es kommt am Schluss natürlich auch auf die Stimmung und auf die Entscheidungen im amerikanischen Kongress an, wie wir ja in den letzten Wochen unmittelbar erlebt haben. Mit anderen Worten, jetzt ist die Zeit, auf die Berater, auf die künftigen Berater eines möglichen Präsidenten Trump zuzugehen, sie in Gespräche einzubeziehen. Jetzt ist die Zeit, im Lauf dieses Jahres mit republikanischen Senatoren und Kongressabgeordneten der republikanischen Seite das Gespräch zu suchen. Ich mache jetzt ein kleines bisschen Eigenwerbung für meinen eigenen Laden. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, 3 Wochen Mitte Februar, werden Dutzende von amerikanischen Senatoren und Abgeordneten sein. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, nicht nur für deutsche Entscheidungsträger, Bundesregierung, sondern auch für alle unsere europäischen Partner, mit diesen republikanischen Vertretern das intensive Gespräch zu suchen, damit die verstehen, dass es keineswegs immer noch so ist, dass wir die billigen Trittbrettfahrer sind, deren sicherheitspolitische Notwendigkeiten vom amerikanischen Steuerzahler bezahlt werden. Das ist ja der klassische Vorwurf aus dem Lager von Donald Trump gewesen. Das ist ja nicht mehr so. Das muss man aber erst mal erklären und erläutern. Einfluss nehmen kann man auf jeden Fall probieren. Trotzdem gilt Trump ja als jemand, der auch im Zweifel macht, was er möchte, in einer möglichen zweiten Amtszeit vielleicht noch mehr als vorher. Was glauben Sie, wie viel Einfluss kann man überhaupt auf einen möglichen Präsidenten Trump nehmen, gerade auch aus Europa? Naja, das Problem bei der ersten Amtszeit Trump war für uns, speziell auch für die Bundesregierung, dass wir so gut wie keine Kanäle in das Trump'sche Lager hatten, weil alle Welt davon ausgegangen war, dass Hillary Clinton gewinnt. Und dann musste mein damaliger Nachfolger oder Nachnachfolger, Botschafter Wittig, sozusagen mühselig Klinken putzen in dem neuen Weißen Haus, um überhaupt an die Leute ranzukommen. Daraus hat man gelernt. Deswegen wird jetzt geredet mit Trump-Beratern. Und deswegen darf man auch davon ausgehen, dass Trump, wenn er noch mal Präsident wird, wesentlich besser in den Sachfragen vorbereitet, gebrieft sein wird, als damals vor nunmehr fast 8 Jahren. Wenn wir noch kurz auf andere außenpolitische Themen neben der Ukraine schauen, zum Beispiel einen Blick auf China werfen, was wäre da von jemandem wie Trump zu erwarten? Also ich sehe nicht, dass es unter einem Präsidenten Donald Trump zu einer massiven, besorgniserregenden Veränderung der Beziehung kommen wird. Der wird versuchen, einen härteren Kurs
zu fahren, auch in Handels- und Cybersecurity-Fragen beispielsweise, als die Trump-Administration. Aber man kann der Biden-Administration, aber man kann der Biden-Administration ja nun wirklich nicht vorwerfen, sie sei sanft mit China umgegangen. Aus europäischer Sicht hat die amerikanische Regierung ja durchaus harte Kante gezeigt. Das wird sich garantiert fortsetzen und vielleicht sogar etwas intensivieren. Ob das eine kluge Politik ist, gerade angesichts der russischen Aggression, nicht den Schulterschluss mit China zu suchen, sondern die Rivalität zwischen diesen beiden Supermächten in den Vordergrund zu stellen, das ist eine Frage, da habe ich meine Meinung dazu. Ich würde dafür plädieren, dass es eine kluge Politik auf der amerikanischen Seite wäre, auf China eher zuzugehen und China dazu zu veranlassen, mehr und mehr und mehr Druck auf diesen aggressiven Partner Russland auszuüben. Aber ich fürchte, das können wir von Donald Trump kaum erwarten. Vielen Dank für diese Einschätzung, Wolfgang Ischinger. Dankeschön.